Ja, moin. Olli, er ist zurück. Wer denn? Hä? Moa? Moa? Hola, Chica! Mal schauen, ob es geht hier mit dem Ton. Ich habe hier so eine JBL-Box, über die höre ich Ton. Der Turm ist der Typ in der Kamera, ja. Jedes Mal wird die Kamera anders. Jedes Mal wird die Kamera anders, bis ich zufrieden bin irgendwann. Jetzt 1440p 30. Schön Breitbild hier. Mal schauen, wie das im Spiel ist, ob das funktioniert. Also ich habe über eine Box... Wow! Über eine Box höre ich Ton. Weil ich mir nichts ins Ohr reintun darf. Weil das hier noch sehr, sehr auer macht. Und ich nochmal zum Arzt gehen muss am Montag, weil das alles nicht so hilft. Ja. Jetzt dachte ich mir, hier nebenbei läuft das Rennen. 24 Hours Real Life. Ich darf nicht so nah ans Mikrofon gehen. Das ist so nah, habe ich letztes Mal gemerkt. Einfach so weiter weg reicht schon. Und eigentlich läuft es auch auf dem Monitor, wenn ich hier will. Aber das ist dann nur optional. Was brauche ich jetzt für das? Brauche ich hier. So. So muss das, ja? Ja, der Kevin macht das schon. Der Kevin macht das schon. Und schön in 1440p-Bild geschossen für Twitter und für Discord. Der Kevin Estre am Jagen, hier sage ich dir. Ich schalte mal kurz die Szene um. Zack. Mein Handy. Ach, hier ist das Handy, ne? Muss ich auch anlassen hier wegen dem. Da ist der Puls. So. Wunderbar. Wunderbar. Andere Beleuchtung, anderer Sitz. Mal schauen. Ja, ja, ich auch, Olli. Ich hab dir damals gesagt, Nordschleife ist Endgegner. Wenn ich Nordschleife schaffe, dann kann ich aufhören. Ja. Ja, so ein Ding. Also. Ich glaube, das willst du eher nicht sehen. Lass mir noch ein Jahr Zeit. Also, ich habe mir ein Formel 1 91er Auto reingepackt. Ja, GT3, weil sie in echt auch damit fahren. F60, den 23er von diesem Jahr. GT4 gehört auch dazu. Schönen LMP P1, P91 meine ich, Hybrid. Den schön alten CLR LM, erinnert so ein bisschen an AMS2. Geht super, man kann schön fliegen. Der fliegt genauso wie in echt. Dann noch ein GTE mit rein. Dann noch ein GT4 im Porsche. Das ist mein Lieblingsauto, radikal. Muss ich sagen. Und das Ziel ist es, generell mit jedem Auto, was ich hier habe, eine Zeit zu fahren. Das ist nicht einfach auf der Nordschleife. Sagen wir mal so, eine Zeit muss mindestens drin sein mit jedem Auto. Ich hatte mir schon überlegt, mache ich eine Challenge, 100 Autos, 100 Strecken. Mindestens immer so 2-3 Runden. Mal schauen. Wenn ihr das geil findet, schreibt es in die Kommentare, dann müssen wir uns suchen. 100 Autos, 100 Strecken, dann fahren wir jede Strecke mindestens 2-3 gültige Runden. Wenn ich es nicht schaffe, müssen wir noch Strafe einfallen lassen. Dann habe ich ein LMH. Und noch ein GT4. Habe ich? Ich habe zwei GT4. Ich habe drei GT4. Ich müsste dann vielleicht ein GT4 raus tun und vielleicht noch was anderes reintun. Aber jetzt ist ja diese Zusammenstellung. Die Zusammenstellung werden wir, glaube ich, auch auf Le Mans haben. Die LMHs und so sind mehr auf Le Mans aufgebaut, eigentlich hier. Ich weiß gar nicht, was ich anfangen soll, Alter. Oh, was soll ich denn anfangen, ey? Oh Mann, Mann. Mit der GT3 oder was? Komm, ich fange direkt ganz bescheuert an. Warte, dem will ich anfangen. Hey Dave Arena, was geht? Ich habe auch das Auto hier. Das ist das von hier.
Aber das ist jetzt nicht freigegeben, weil es ja hier, ne? Oh, fuck! Okay, alles weg, jetzt wieder da. Natürlich, Heroes. Und wenn das funktioniert, versuche ich, soweit es geht, wieder zu streamen. Ich kann momentan noch nur aus der Küche so richtig. Weil der Sitz hier tut mir eigentlich gut. Weniger Schmerzen in Steißbein, Rücken und Füßen. Komischerweise, weiß auch nicht warum. Und wenn es mit dem Sound hinhaut, dann muss man, kann ich halt streamen. Ich weiß nicht genau, wie das sich auswirkt, wenn ich mit jemandem quatsche oder wie das mit dem Spiel ist, aber mal gucken. Ich kann, darf nichts die Ohren berühren. Ich kann nicht mal drauf liegen, Alter, beim Schlafen. Dieses Mischpult eigentlich eingestellt in der Ding, der in, im Wohnzimmer. Scheiße. Mal da mal hier rein. Okay, Shortcut geht jetzt, okay. Ja, ja, läuft gerade Heroes Tonight of Repeat. Muss ich mal kurz pausieren. Aber ich weiß nicht wie. Ich bin etwas überfordert hier. Ah, hab's, okay. Gut. Jetzt gehen wir mal ein Spiel rein. Testen mal es mit der Lautstärke. Ich habe ja hier die gewissen Utensilien zum Lautstärke lauter, leiser machen hier. Das Licht heller und dunkler. Den Stream umschalten, muten, umschalten, ziehen, was weiß ich, durch das hier. Wenn es gar nicht geht, habe ich ein Headset, das will ich aber nicht aufsetzen. Dann habe ich hier ein Licht, falls das Licht hier nicht reicht. Das Set ist jetzt angegangen. Okay, lol. Mal wieder aus. Hier, jetzt habe ich ihn gedrückt. So. Licht habe ich auch noch da. Aber ich hoffe, das brauchen wir alles nicht. So. Puls haben wir auch. Wunderbar. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Also das Auto fährt sich echt geil. Das haben die echt gut gemacht, die Jungs hier von RSS. Das haben die echt gut gemacht hier. Wo muss ich ihn hin? Online. Ich habe den Race, dann habe ich einen Text geschrieben im Discord, im Racing Channel, wie sie mit mir mitfahren können. Ich habe da einiges umgestellt. Okay. Jetzt schauen wir mal. Ach du Scheiße, das wird Katastrophe. Ach so, ihr seht ja mich, verdammt. Huch. Oh, ich meine, ihr müsst das Spiel sehen. Das ist wichtiger. Auf der Straße hier. Mercedes AMG GT3 in der Box. Alles klar. Ja, das ist echt so. Das ist echt so. Leben Sie lang und in Frieden. Ich muss euch nachher mal das Video zeigen, was ich gemacht habe, dass ich... Um eine gute Pose zu kriegen hier. So. Wir haben alles angeschaltet hier. Live Control, extern, intern, alles mögliche. Was fahren wir überhaupt? LMP, ProTech, P91. Ah ja, okay. Reifen, haben wir nichts anders. Ja, schauen wir mal. So, was für... Mal kurz... Ja, ich glaube, Lautstärke passt so, ne? Ja, natürlich ist der GT3, das kann ich in ACC fahren. Ich muss noch schnell schauen, wie in der Kamera, welche ich fahre. Die? Ja, ich fahre die, da habe ich glaube ich angestellt. So. Mal schauen. Lernen wir mal die Strecke. Ach, okay. Boah, das wackelt irgendwie hier. Ich hab diese Strecke drin. Wieso habe ich Doppelspiegel?
diese Streckenführung nie verstanden am Anfang. Hört ihr eigentlich den Sound doppelt oder ist das egal, was es zu jemandem geht? Ich hab da vorne die geile JBL-Box da, die irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro kostet und du kannst den ganzen Keller, also ganzen Raum, ganzes Wohnzimmer mitbeschallen. Ich weiß nicht, bei manchen Autos wackelt das so krass. Ich weiß nicht, ob man das bei dem ausstellen kann. Als ich getestet habe, was funktioniert, war das bei dem Auto halt so. Als ob's die Helmkamera wäre, oder? Okay, jetzt geht's rund. Jetzt kommen wir auf die Hölle. Jetzt waren wir im Grand Prix-Teil. Jetzt kommen wir auf die Hölle. Alter, das wackelt. Leck mich doch an den Arsch. Digga, ich seh nichts. Meinst du falsche Cam? Boah, ich... Alexa? Verlängere Timer um 10 Minuten. Kann doch jetzt hier nicht einfach hier die Uschi da... Ich bin doch mitten auf der Straße. Was soll denn das? Bisschen mehr Gas geben können. Oh, was ist denn? Oh, Digga! Komm, was ist das für eine Kurve? See on the track! Einmal stehst du da in der Kurve in 90 Grad oder was? Nimmst du den scheiß Streckenverlauf, Alter? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Oh, on the track! Das ist nicht Licht, Mann, das ist voll dunkel auf einmal. So, hätte ich gar nicht machen müssen. Ja. Ah, das kenne ich jetzt. Boah, Digga, was ist das hier? Ich kann doch da nicht fahren! 807 Dollar, wie die Scheiße bezahlt jetzt hier! Was? Noch Geldabzug hier für den Müll. Aber das Wackeln ist halt schon anders wild. Das müssen meine Augen kompensieren. Also wenn ich da keinen Game-Sickness kriege, weiß ich auch nicht.
Aber da mein ganzer Körper sich ja bewegt, ist es egal eigentlich. Ob ich mir irgendwann diese Kurven merken kann? Muss ich denn hier Gas geben und bremsen? Boah! Irgendwann kommt so ein Scheiß mal die Gradkurve und ich bin tot einfach. Nochmal so ein Scheiß, was ist denn das? Der Schmutz auf der Straße! Da kann ja putzen oder was? Olli, schrubb mal da die Scheiße da weg! Graffiti da und so! Hat. Ach, hat. So viel geiler so. Schau dir das mal an, Digga. Ander will hart haben, ne? Hast du sie noch alle? Ist doch kacke so, Mann. Das ist doch hier. Okay, mit Hat ist ja scheiße, ist da nix. Hat will er mir. Hat, was hat der denn nur da? Boah. Aber das mit dem Wackeln ist wild. Als ob ich da selber gefahren wäre gerade. Als ob ich da selber gefahren wäre, das war, boah. Prost. Ja. Ich muss ans Gefrierfach. Alexa hat geschrien. Scheiße, Mann. Aufstehen jetzt oder was? Nee. Alexa? Verlängere den Timer um 20 Minuten. 20 Minuten. Appreciate, man. 24 Minuten. Okay, da kriegen wir noch eine halbe Runde hin. Er meint falsche Kamera oder was? Wenn ich das so mache? So? Aber ich glaube, das sind die neuen Autos, das haben das fast alle. Seht ihr, das ist ja auch so. Wie fährt man denn diese Kurve, Alter? Ich kann doch jeder mal hier... Was ist das? Okay, das ist... Okay, jetzt habe ich aber... Ja, okay, das ist aber doof, die... Also die Cam... Ist halt doof ohne das Ding. Wackelt es jetzt weniger? Diese blauen Lichter habe ich im Porsche auch. Ich sehe ja hier auch, wenn ich schalten muss. Ja, schon weniger. Weil hier wackelt ja das Case die ganze Zeit. Weil hier wackelt es halt nicht, ne? Nicht so krass. Hier ist nur die Straße.
Aber es ist halt scheiße, wenn der Lenker, also sieht halt keine Sachen. Hier war es halt wichtig, das Lenker zu haben. Okay, also hier wackelt nur die Straße, hier wackelt das ganze Case. Gibt's da vielleicht Settings oder so? Mal gleich mal schauen in der Box. Ist das echt nicht auch so? Ich muss mal schauen, ob ich die nächste Kurve besser hinkriege. Kann ich die nicht voll nehmen? Oh, Digga. Ja doch, aber nicht so krass. Was ist denn eigentlich jetzt in diesem komischen... Die nehmen eigentlich auf sich hier. Und Doppelspiegel ist halt jetzt komisch. Einmal vom Auto, einmal glaube ich vom also vom Spiel selbst, wa? Alter, mein ganzes Ding vibriert hier. Mein ganzes Rig vibriert hier. Jetzt kann ich ja auch sagen, ich habe einen Rig, oder? Das ist das, von dem ich dir erzählt habe, Olli. What the fuck? Zu wenig gelenkt. 62, oh Gott, und irgendwas ist kaputt, das variiert ja noch mehr als vorher. Lass los! Jetzt geht's, finde ich geil, rechts hoch. Das finde ich geil. Hier habe ich mich ja, kann man sich auch so easy drehen, glaube ich. Boah, ich kann halt hier nicht. Nee, tot. Fuck. Boah, das muss ich mir merken. Nach diesem einen Ding geht's da so runter und wieder hoch. Boah, okay. Okay. Kriegen wir das vielleicht weg, das Wackeln hier? Visuals. Nord Spa Lights. Beat Run Wiper. Ja, okay, den können wir ausmachen, das Scheiß. Scheibenwischer. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, dann ist es halt so, oder? Ich könnte ja die andere Cam fahren. Aber halt den HUD wieder anmachen hier. Ich fand's aber so ohne HUD richtig geil. Richtig Atmosphäre. Aber wenn es halt so wackelt. So wackelt, so ist das Auto fest, nur die Straße bewegt sich hoch runter. Beim anderen war halt alles komplett. Alter, ist es so besser fürs Zuschauen oder was? Ja.
wenn jemand Bock hat mitzufahren, einfach die Anleitung lesen beim im Racing Channel. Ja, und Server wie immer halt finden, ne? Ihr wisst ja, der Server gibt es zu finden. Wackelt aber trotzdem heftig. Alter. So, warte, dieses Ding gibt es ja auch noch hier, diese Spritzung hier, Kerst oder so. Okay, das mit dem Doppelrückspiegel ist halt bei dem Auto, glaube ich, so. Normalerweise ist es ja nicht so. Nur bei dem Auto, wie ich gesehen habe beim Test. Oh, zu früh untergeschaltet. Motor hat bisschen Schaden genommen. Obwohl, das ist eigentlich ein Downshift Protection, aber nicht so krass. Anscheinend. Boah, hier ist so geil bergab, wenn das ganze Lenker vibriert. Also, all in all das Ziel, mit vielen Autos fahren, Fahrgefühl kriegen, die Strecke ein bisschen zu lernen. Es geht mit langsamem Auto bestimmt besser, deswegen haben wir auch GT4 drin, GT3 und auch hier den Twingo habe ich nicht reingemacht, ne? Ich habe ein Twingo Polizeiauto. Den habe ich nicht reingemacht. Wie ist das jetzt eigentlich mit dem Sound? Hört ihr den Sound vom Spiel sehr laut, wenn ich quatsche? Oder wenn ich nicht quatsche, hört man das überhaupt? Oder übertönt es das Spiel selbst? Ich glaube, schwieriger wird es dann, wenn ich etwas anschaue hier, was, wo jemand quatscht. Vollfahren können, aber ich traue mich halt nicht. Was ist denn das nächste Böse hier, oder? Jetzt kommt dieses Ding hier. Hier ist es halt echt so. Das Gute ist, mit dem Auto kannst du reagieren. Also du kannst quasi schon in der Kurve reagieren, wenn du die Kurven nicht kennst. Also da kurz vorher. Und dann nicht blinzeln musst. Dass ich da immer so knapp am Körper oder mich selbst. Aber der kommt dann warm und die Kurve geht voll krass zu. Oh, hier bin ich vorhin nicht hier gestorben? Das ist so komisch, dieses. Aber ich glaube, das ist nochmal sowas ähnliches. Alter.
Ja, okay. Ich hätte bremsen wollen. Erstmal hier mich arm machen. Ja. Steht's denn da? Ersten zwei sind BMW GT3. Okay. Aber wenn ihr sagt, da ist kein Stress, was das angeht, dass man das nicht so hört, oder gut, ihr sagt hier eh nichts mehr. Von daher kann ich jetzt, weiß ich jetzt nicht genau, ob das im Sound passt oder nicht. Deswegen mal kurz hier. Be right back. Muss die Scheiße aus dem Kühlschrank holen, schnell. Ding hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich Musik anmachen können hier. Oh, okay. Oh. Jetzt das Ding hier, richtig wieder hinzupfen hier. Achso, ich muss gar nichts machen, muss nur Komma drücken, oder? Ja, okay. Gut. Gut. Da haben wir auf jeden Fall noch eine Menge vor hier. Ich hoffe, ich habe keine gehört, falls jemand in... nee, ist keiner reingekommen, ist das gut? Oh, fuck! Wo ist denn meine Maus da? Wie klein kann man das gut denn machen, diese scheiß Dinger da weg? So, wo ist denn das hier? Ich sehe ob jemand. Join, ich habe ja keinen Ton. Chat rüber. Okay. Gut. Ja, müssen wir noch Feedback geben wegen dem Sound. Versuch den Sound so laut, also so laut wie möglich wie immer zu machen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das dann hört, wenn ich spreche. Weil es müsste ja quasi eine Rückkopplung geben hier. So, fahren wir mit dem BMW hier. Anscheinend fahren sie den auch. Sehe ich gerade. So. Okay. Wir sehen uns auf der Straße hier. Trocken. Also es gibt nur trocken. So? So, oder? Kann ich das sogar ausmachen wieder? Cool. Also ich find's geil ohne Hut irgendwie. Ich hab doch eh alles. Also mit dem fahren die auch dann in echt, oder was? Oh Gott, hier ist dieses Ding. Ach, ich muss kurz schauen, wegen Ton. Warte mal. Mal kurz zurück. Ja. Ist eigentlich gleicher Ton. So, und hört man den Ton jetzt im Doppel oder nicht? Bräuchte dann irgendein Feedback over. Ich sehe, das Mikrofon geht an, aber vielleicht ist es ja ganz leise.
Ja, genau, das war unsere Discord-Konversation. Ich sag Schmutzki, die drei, du sagst, ist geil. Ja, denke ich auch. Weil das Mikrofon, wenn ich nichts sag, ist das so bei minus 50 Dezibel. Und wenn ich was sag, bin ich halt auf 10 Dezibel oder so, auf minus 10. Überdeckt gut, ja, das freut mich. Du hast gesagt im Discord, dass die Autos sogar noch gedrosselt sind. Aber ich schätze mal nur von den Teams, die kein Geld haben, oder? Und sondern die guten Teams, die wohl Geld haben, die gewinnen wollen, die zahlen ein bisschen was. Hey komm, lass mal nicht drosseln. Besser ist das. Ich muss mir irgendwie den Chat vor mich tun, irgendwie so mit dem Tablet, aber. Ja, ich kann mir ja vorstellen, dass es da krasse Unfälle gibt. Ist hier nicht auch der Paul gestorben, der von. Der Paul Walker oder wie der heißt? Von Nitro Speed? Nicht Nitro Speed, Fasen des Übers? Ist der nicht auch hier gestorben, auf der Nordschleife? Nee. Achso, auf der normalen Straße. Ja, wer ist denn hier gestorben? Irgendein Rennfahrer. Also, der auch Schauspieler war. Was für Herz? Du hast doch gar kein Herz, Digi. Wow. Wow. Ey. Oha. Luis. Finde ich ungeil. Was ist in echt was passiert oder was? Und dann zu sehr dröhnen würde bei anderen Sachen, dann würde ich ihn halt leise machen für mich. Aber so wäre es schon angenehm, dass ich das Auto halt auch höre, nicht das Stream. Ich glaube, ich werde die nächste Zeit erstmal in der Küche bleiben, ist am angenehmsten, so was Sound und so angeht. Deswegen Kitches Remain erstmal. Muss ja auch nicht die ganze Zeit fahren, sondern wir können noch andere Sachen machen. Aber erstmal habe ich mir das so schon eingerichtet, dass ich hier sitzen kann, auf jeden Fall. Ich wollte schon die letzten Tage das machen, aber. Das ist so eine beschissene Scheiße mit dem Ohr auf und ab. Ich habe dem Doktor gesagt, das tut ganz schön weh. Ja, kein Wunder, dass es weh tut bei der Art von Entzündung. Soll ja auch weh tun. Okay. Finde ich auch.
Was soll dieser beschissene Scheinwischer? Ich meine, ich fahre das jetzt zwar nicht so schnell, aber ich habe mir das irgendwie wilder vorgestellt. Aber was halt ist, halt ist schon immer geil und actionreich, das Ganze. Ist schon krass, die Strecke. Fahr mal danach Le Mans, schläfst du ein. Also Le Mans ist eine der langweiligsten Strecken überhaupt. Habe ich probiert, mit 55 KIs kannst du die fahren. Bin verrückt geworden. Oh, wow, 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 wow. Oha! Also ich trainiere schon mal für nächstes Jahr, Jungs. Wenn unser Kick-Racing-Team nächstes Jahr dann Nordschleife fährt, machen wir zu dritt. Oh, Digga! Aber ich will so einen Split haben, wo nur GT3 ist, warum so ein Scheiß, nicht dann da GT4 Müll und sowas. Und da reinreden kann in die. Alexa, lösche alle Timer. Ich muss sagen, Olli, du hast schon recht gehabt. Also ich habe das nicht geglaubt. Ich weiß nicht, wie ich bin. Ich bin mit so einer... Oh, fuck! Mit so einem kompletten Vorurteil hergegangen. Dachte mir, das Endgegner. Kannst du den Arsch lenken, deinem Toyota CR86. Gibt dir gleich CR86. Achso, das hast du auch geschrieben, Olli. Lol, hab ich gar nicht gesehen, erst jetzt. Scheiße, ich verliere die Teile gar nicht mehr. Nee. Ich glaube, ich hier bremsen muss jetzt. Wie ist da aus, hm? Ja, mach mal, schalte mal da hoch, was ist das jetzt? Oder? Ich hätte noch später bringen können. Aber ich muss sagen, das, was ich da zugesehen habe euch, Olli und Dave, wie auch immer, Dave habe ich ja nur nicht gesehen, sondern nur den Alex da, der immer gerammt wurde von anderen, der sich mal bumsen hat lassen. Ich weiß nicht, was mit dem war. Fand ich nicht so geil, das Event so an sich. Also, ich habe da mit Dave schon drüber gesprochen, also drüber gesprochen, geschrieben. Ja, natürlich, ja, sicher. Alter. Also, ich fand das von der Aufmachung her nicht gut. Der schon gemeint, es muss halt ein großes Rennen geben, nicht da so irgendwelche Elos mit Elo 5000er fahren, Elo 3000er einfach die ganze Zeit rein und kicken die raus oder so. Das muss doch auch nicht sein. Naja, das Nürburgring, das Virtuelle, wo ich euch doch zugeschaut habe, fand ich irgendwie vom Event-Ding her nicht so geil. War cool, euch fahren zu sehen, aber sehr seltsam.
Hat mir dann Dave erzählt, es gibt so spezielle Events. Da gibt es halt nur ein Ding oder so. Ja, ist ein ganz normales Rennen halt, ne? Leider. Ich dachte, ich kann mir jetzt da die Top 20 besten Fahrer auf der Welt ansehen. Nee. Ich schalte ein und dann wird der eine der gerammt, dann wird der andere gerammt. Elo 5000 macht Scheiße, Elo 4000 hat gar keine Ahnung, wie er Gas gibt. Elo 2000 kann der da mal links und rechts fahren. Hä, was ist denn da? Ich kann es auch nicht besser, ich will da nicht sagen. Ich kann es dann natürlich, wird schon noch mehr Blödsinn machen, aber ich fahre auch nicht sowas. Ja, es ist Racing, ja. Ich finde das geil, es ist schon cool. Nur ich dachte halt in dieser gehobenen Ebene, weil das sind ja. Mit einer Elo 5000, das ist ja, keine Ahnung, das ist ja Michael Schumacher. Michael Schumacher im Racing, oder nicht? Oh, ich bin tot. Ja, das ist krass, geht Topsplit genauso Chaos wie Bottomsplit. Man hat es auch in der Formel 1 gesehen. Zwei Runden vor Ende, Restart und alles nicht umgebracht. Was haltet ihr eigentlich von der Beleuchtung? Ist die jetzt besser? Letztes Mal war sie so komisch hell. We are heroes tonight. Boah, ich geh hier pleite, Alter. 3898 Strafe eben gezahlt. LOL. Boah. Ah ja, apropos viel zu gut. Ich werde mal die Tage auf YouTube streamen. Mit 1440p. Und 20.000 Bitrate. So wie ich auch eigentlich aufnehme. Und so wie die ganzen Sachen auf YouTube kommen. Dann wird es nicht mehr gedownsampled. Da können wir mal testen hier. Strike direkt. Ja, wenn ich so nur wie jetzt hier ACC mache, geht's ja. Der AC. Wenn du hier über die Linie fährst, ne, kriegst du mal gleich, glaube ich, paar tausend Abzug auch. Ich weiß nicht, warum das Ding jetzt an ist. Ich hatte dieses Kiss My Rank und sowas immer an, aber auf einmal, zack, hat es connected. Keine Ahnung warum, aber es ist ja okay. Aber wie nah die noch beieinander sind hier beim 24 Stunden. Der Daniel gerade hier, der Daniel Harper hier, von Charlie Harper, der Bruder. Man kennt's. Was ich nicht so gut höre, ist, wenn die Reifen blockieren, aber das spüre ich ja. Plate. Ist doch so, oder? Dave? Was ist erwartet vom Papa? Ich habe auch gesucht, so ein Pack.
so ein AC Nürburgring 2023 Pack, aber gab's nicht. Dann habe ich die Autos einzeln ausgesucht, aber dann gab's die auch nicht so in der Ausführung, auch nur verschieden. Und dann habe ich einfach die Autos genommen, die mir eigentlich am besten gefallen haben, erstmal so zum Üben. Ist der Felix da, oder? Ich sehe das. Fährt der mit, oder wie? Oh, hier kommt man ja auch rum. Yo! Wenn ich jetzt sage, ich habe Bock mit dem Auto zu fahren, als öfters, wie kriege ich denn für die Nordschleife ein gutes Setup hin her? Für genau das Auto, das sind ja alles DLC-Autos. Dieses eine Ding gibt es ja leider nicht mehr. Dieses Timings-Ding da. Ich habe ja einiges probiert und getestet wieder. Und ja, wenn das Standardauto scheiße konfiguriert ist, habe ich es weggeschmissen. Ganz einfach, weil was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht für alle 100 probierten Autos ein Setup basteln. So was ausdenken. Olli macht das gerne, okay, finde ich gut. Die Olli ist ja auch Main. Ja, $33. Der Olli connectet mich im Anthony und wir werden heiraten. Dann heiße ich Gex Hamilton und mein Vater bringt mich um. Von unserer, sag ich mal, Familie oder so ist keiner Hamilton-Fan. Oh, scheiße, Mann, das war jetzt... Na. Aber für den Joke lohnt sich, es lohnt sich die Hochzeit. Das würde ich ja gern verschieben. Dieses Teil hier. Diese Standardanzeige. Ich weiß nicht wie. Wenn ich das in die Kamera reinbringe. Hey, wenn das so funktioniert mit dem Sound, dann öfters ohne Herz zu streamen. Weil ich habe jetzt die letzten 9 Jahre nur Headset angehabt, 24/7. Ich trage ja auch außerhalb des Streams In-Ear oder Kopfhörer. Immer. Und dann noch zum Pennen Oropax. Also meine Ohren sind immer belastet, ey. Ja, also. Ich bin auf einem guten Weg, meinst du, Dave, oder? Ich bin ja auch ein großer Simracer, 1,95. Aber das muss ja nicht heißen, dass ich gut bin. Kommt halt nicht immer auf die Größe an, manchmal auch auf den Skill. Also hier rutscht man gerne raus. Ich mache so gut es geht heute. Ich habe halt wilde Sachen genommen, dass ich hier sitzen kann. Fragt lieber nicht.
genau. Schon wieder Viagra. Ich hab gedacht, wenn ich jetzt hier mit diesem Auto gerne die Nordschleife fahre. Ich sag extra Nordschleife, weil die Amis immer Nordschleife sagen. Woher kriege ich dann ein gutes Setup hin für diese Strecke? Dave meinte, du machst das eh. Du bist Profi da. Weil ich hab halt einige Autos getestet und probiert. Keine Ahnung. Vielleicht 50 Stück. Und die den scheiß Grundsetup haben, weggeschmissen. Gelöscht. Weil woher soll ich denn für jedes Auto, was ich hier teste, ein Setup basteln können? Ja, Dave will, dass ich irgendwas machen.